Hallihallo Leute und willkommen zurück zur Wirtschaftskampagne von Stronghold in der HD-Version. In der ich die Zeit kritisch beäuge, denn wir haben noch nicht angefangen Waffen zu produzieren, brauchen aber so einige und das einzige, was wir leider verkaufen können, ist auch aktuell das Obst. Wir haben zwar auch eingestellt, dass die mehr zu futtern kriegen und wir dafür halt ein bisschen Steuern auch einnehmen, aber es wäre in unserem Interesse, wenn jetzt bald hier mal wieder Holz kommt. Kann nicht mal einer hier Holz liefern? Wir müssen anfangen. Der hier liefert gleich Holz. Das ist gut. Und dann muss der nämlich gleich mal anfangen, ein paar Bögen zu produzieren. Bögen brauchen wir am dringendsten, davon brauchen wir am meisten. 20 Stück, soweit ich mich erinnere. Von den Schwertern brauchen wir ja nur 8. Kriegen wir hin. Und das alles für des Königs Waffenkammer. Mann, Mann, Mann. Kann der Knilch sich nicht selber um sein Zeug kümmern? Immer müssen die armen Lords herhalten. Aber das ist schon ganz gut. Wir haben dann auch noch ein bisschen Holz im Vorratslager drinne. Der braucht ja auch Holz, um überhaupt Bögen herstellen zu können. Da kann der hier eigentlich gleich ordentlich loslegen. Finde ich gut. So, leg los. Wie teuer sind Obstplantagen? Die sind nicht so teuer und der nächste wird gleich Holz liefern. Deshalb bauen wir hier mal nochmal eine Obstplantage mit hin. Der hat erstmal genug Holz zum Bauen. Weil wir brauchen echt dringend so ein bisschen Gold. Wir können auch schon mal Vorbereitungen treffen für 8 Schwerter. Ihr habt nicht genügend Gold. Habe ich ja nicht erst hier noch Gold für. Mehr dürfen wir auch nicht. Nur Eisen kaufen und Obst verkaufen. Das ist so das, was wir aktuell machen müssen. Jetzt haben wir schon mal 5 Eisen parat. Und müssen zusehen, dass wir hier zu Gold kommen. Der erste Bogen ist produziert. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Und jetzt sind sie leer. Verklag mich doch. So, erstmal nochmal einen Bogenschnitzer ranzitieren. Und jetzt müssen wir uns nämlich eigentlich auch drauf konzentrieren, eine Hütte zu bauen. Wir haben aber gerade erstmal noch kein Holz. Der ist aber unterwegs, oder nicht? Ach nee, der hat gebracht gerade. Der ist gleich unterwegs. Und der kommt auch gleich rein. Trotzdem, ich brauche noch mehr Holz. Ich hau mal noch einen hin. Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Dass der dann gleich mit anfangen kann, noch ein bisschen Holz abzubauen. Während wir hier mal wieder ein bisschen Kohle scheffeln. Aber ansonsten ist die Mission bisher relativ friedlich. Wenn es so friedlich bleibt, läuft das alles. Ah, der brauchte noch ein bisschen mehr Holz zum Produzieren. Ach, was soll's. Nahrung mehr, Sire. Ja, mein Gott, ich kann auch nicht hexen. Ich habe hier ganz andere Sorgen. Ich muss das alles hinkriegen, bis die Zeit vorbei ist. Hetzt mich doch nicht so rum. Aber hier kommt wenigstens schon mal Holz rüber. Das ist schön. Der andere müsste auch unterwegs sein. Sehr gut, da kriegen wir 24 Holz gleich wieder drauf. Und der nächste Bogen ist auch unterwegs. Das hört man doch gerne. Hier rennt wieder das Viehzeug durch die Gegend. Die soll mal weggehen. Wobei die das ganze Land schön platt trampeln. Da kann ich schön bauen. Also macht ruhig weiter. So, gibt wieder Holz. So, Nummer 1. Eine Hütte. Das ist wichtig. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen. Oh shit, Banditen von wo? Wo denn? Weil von hier sind die nicht gekommen. Kommen die von hier? Die kommen von hier. Aber da kann man doch eigentlich mal ein bisschen einen auf Abfänger spielen. Los, Burgherr, du musst das schaffen. Und dem Lord zu Leibe. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire.
Boah, das geht ja heftig rund hier. Das geht heftig rund. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Holz zu knapp? Da müssen die Holzfäller mal ran. Da kommt doch schon wieder neues Holz. Alles gut. Kommt schon, liefert das Holz. Ich würde gerne mit dem Schmieden der Schwerter beginnen. Wieso verlassen die die Burg? Was ist mit denen jetzt nicht richtig? Ach, wegen den Banditen hatte ich wahrscheinlich Beliebtheitseinbußen. Das kann natürlich durchaus sein. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. Können die Steuern ja vorübergehend mal ausmachen. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Ja, ich weiß. Unsere wir haben nämlich bald keine Bauern mehr hier. My Lord. Was? Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Unsere Schatzkammer leert sich. Als ob da eine Hexe rumfliegt, WTF. Lass das mal bleiben, da kriege ich doch Angstzustände. Okay, unser Schmied hat direkt schon aufgegeben. Krasse Sache. Jetzt bomb halt hoch, ich baue da nur noch einen Beliebtheitspunkt hier. Bei mir gehen immer irgendwelche Arbeiter und ich will das nicht. Vor allem die Waffenarbeiter, die dürfen noch gar nicht gehen. Wir haben so schön viele Bögen, die werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Weil von hier können auch Banditen kommen, die können hier von überall aus den Ecken kommen. Von daher haben wir den Bergfried wirklich ganz gut platziert, weil hier hinten sehe ich jetzt eigentlich keine anderen Wegweiser groß, die uns im Wege sind. Es kommen Leute zur Burg. So, Leute sind wieder auf dem Weg, das ist schön. Können wir gut gebrauchen. Die Apfelgärten, die Obstgärten liefern auch wieder Äpfel ab. Alles kein Ding der Unmöglichkeit. Wir benutzen mal ein bisschen Holz, um nochmal zwei Obstgärten zu bauen, damit wir da umgerechnet wieder mehr Gold produzieren können hier, ne? Durch Verkauf und sowas. So, der Schwertschmied legt los. Wir haben noch nicht die Hälfte der Zeit überwunden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Aber trotzdem müssen wir halt leider ein paar Bögen investieren. Bin zur Stelle. Ja. Um unsere Verteidigung aufzubauen. Wenigstens ein paar Schützen hätte ich nämlich ganz gerne. Stelle. Aber wenn man so auf die Zeit guckt, wir können hier ruhig auch ein paar Schützen machen. Wir haben mehr als genug Zeit. Sind sehr knapp, Sire. Das geht eigentlich relativ klar hier. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Es werden ich weiß halt nicht, wie groß Sire. Die feindlichen Truppen später noch werden im Verlauf dieser Mission. Weil die Banditen, die braucht eigentlich kein Mensch. Die gehen mir auf den Docht. Eure Befehle? Wie viel haben wir denn? Wir haben 9. Wir machen mal noch einen. Da haben wir genau 10 Schützen. Bin zur Stelle. Das ist doch eigentlich eine ganz ordentliche Truppe, falls hier irgendwas vor sich geht. Was nicht Schönes. Jetzt bauen wir hier noch einen Bogner hin. Und dann müssten wir uns demnächst auch ein bisschen drum kümmern, wieder Eisen zu kaufen. Der hat nicht mehr viel. Der braucht aber noch eine Ladung Eisen, damit er die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Seine Aufträge an Schwertern auch gut machen kann. Und die immer schön Obst produzieren hier. Weil eventuell brauchen wir das Gold. Vor allem für Bogner brauchen wir die, weil Bögen brauche ich, wie es aussieht in dieser Mission. Und Schwerter, mein Gott, der schafft die 8 Schwerter locker, bis die Mission vorbei ist. Von daher baue ich lieber noch einen Bogner mit hin. Keine Nahrung mehr, Sire. Dass wir noch ordentlich Bögen bekommen, weil davon braucht man ja 20. Ne, nie 12, nur WTF. Die Missionen, die haben wir jetzt schon wieder gewonnen, Freunde, die haben wir gewonnen. Klappt doch alles wunderbar. Unsere kleine Wirtschaftsburg, du. Ich finde halt wirklich auch bei den 2D-Stronghold-Teilen diese kleinen verspielten Details cool. Zum Beispiel, wenn man halt so ein Gebäude an eine Mauer baut, dass das dann so ein Schrägdach wird und sowas. Ich weiß nicht, also die 2D-Strongholds, die haben von der Grafik her so ein ganz besonderes Flair.
Gefällt mir wirklich sehr, sehr. Ich spiele die immer wieder gern. Gerade weil da auch so viele Kindheitserinnerungen hochkommen. Ich habe, glaube ich, mit 10 oder so habe ich dieses Stronghold hier bekommen. War sehr begeistert und damals war ich noch nicht so sehr in der Spieleszene drin und wusste auch noch nicht, wie man rauskriegt, ob es mehr Teile gibt. Und dann habe ich irgendwann mal von einem Freund plötzlich Stronghold Crusader gekriegt und da war es dann bei mir vorbei. Und seitdem bin ich so derb in dieser Stronghold-Leidenschaft. Und auch die 2D-Strongholds habe ich hier alle da und auch oft gespielt, wobei ich wirklich immer noch sagen muss, die 2D-Strongholds, die haben einfach den größten Flair, den größten Style für mich. Und ja. Nichtsdestotrotz sind die 3D-Strongholds natürlich auch nicht übelst schlecht oder so, aber ich weiß nicht, die 2D-Strongholds, die haben mich einfach gefesselt und gebannt. Und oh. So, Nahrung haben wir hier schon wieder ein bisschen was. Bin zur Stelle. Sicher ist sicher, ich weiß nicht, ob Banditen kommen. Und wenn ja, wie viele? Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Haben wir 13 Schützen erstmal noch. Wir kriegen ja auch wirklich genug rein. 14 mein Schützen. Mein Bogen ist euer. Es werden Rekruten. Oh, gib mir jetzt einen Bauern. Bin zur Stelle, mein Herr. Und 15 müssten es jetzt sein. Befehle? Genau. Das ist eigentlich eine ganz ordentliche Zahl. Und auch bei den Schwertern, wir haben schon 3 Schwerter. Allerdings geht uns irgendwann halt mal das Eisen aus. Und mir geht gleich die Nahrung aus. Ich hätte nicht so viel verkaufen sollen. Aber die sammeln ja hier auch schon wieder und pflücken ab. Alles gut, wird schon. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Die schon wieder und die kommen wieder von hier unten. Hä, die hauen direkt wieder ab? Die haben so gesehen, was, der hat so viele Schützen. Den machen wir gar nicht erst. Feiglinge, ey. Ich fasse die ja nicht. Da hauen die einfach wieder ab. So, wir haben Holz en masse, genauso wie unsere Obstproduktion ganz gut funktioniert. Bin ich glücklich oder was? So, die zwei restlichen Bauern, die wir haben, gehen wir hier hin. Weil alles andere, wir haben eigentlich alles andere genug, aber ich meine, man kann natürlich noch ein bisschen bauen und warum sollte man es dann nicht tun, ne? Weiß ja auch nicht. Ein Waffengebäude würde ich ganz gerne noch bauen, damit wir hier einfach so ein bisschen gleichmäßig was haben. Nahrungsmittelvorräte sind recht knapp, Milord. Schwumpelpuppe. Die Leute verlassen die Burg. Weil die Pläne sind. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So haben wir das Gebiet doch ganz gut benutzt hier, zack. Unsere Warum verlassen die ihn jetzt schon wieder die Burg? Das ist doch alles gut. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Meine Güte, hört sofort auf, die Burg zu verlassen. Warum geht immer der Schwertschmied als erstes? Der ist der wichtigste Mann. Aber wir haben ja schon die Hälfte der Schwerter. Kriegen wir alle die Backen. Müssen wir keine Zicken hier machen, oder was? Da kommt auch schon wieder der nächste Bogen. 9er haben wir schon. Es kommen Leute zur Burg. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ach, das wird schon. Wir lassen die Beliebtheit jetzt erstmal schön hochwandern, deshalb lasse ich hier einen Augenblick noch. Ach komm, wir übertreiben es noch ein bisschen. Ich will nämlich wirklich die 100 voll haben wieder. Operationen großartig. Ich hoffe nur, meine Apfelmänner kommen da hinterher. Oh, Wölfe. Dass Wölfe sich im Land befinden. Das Volk fürchtet sich, my Lord. Wölfe greifen an, my Lord. So, jetzt müssen wir aber hier mal ein bisschen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Drauf Acht geben, weil jetzt ist die Nahrung recht runtergegangen. Bin zur Stelle. Bogenschützen, vorwärts. Eure Mission beginnt. Rettet das Reich. Haltet an, es sind zu viele. Feuert. Los, Holzfäller, ihr macht das. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Kann ja wohl nicht wahr sein, was hier vor sich geht, Mensch. Da müssen wir mal ein paar Wachen aufstellen, hier und da, oder was? Ja.
Rücken aus. Ihr geht mal darüber. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg. Ihr geht mal hier mit hin. Mein Bogen ist euer. Euch setze ich auf diesen Hügel. Sind auf dem Weg, mein Herr. In Bewegung. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ey, ihr solltet gar nicht beide. Ja. Du kannst wieder zurückgehen. Du sollst hier bleiben. Bogenschützen bereit. Und euch drei benötige ich mal hier, würde ich sagen. Ein weiter Weg. Meine Güte, da haben die hier losgelegt, sage ich euch. Als ob. So, werter Schmied. Mache Schwerter uns. Mach uns Schwerter, da hab ich gesagt, oder was? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Bin zur Stelle. Wie nix Gold. Wie nix Gold, Alter. Mach dich krank genüt. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. So, ihr drei, wo stelle ich euch als Wachen hin? Euch drei stelle ich jetzt Rücken einfach aus. Hier hoch. Da haben wir überall so ein paar kleine Wachen hocken. Und der gibt hier schon Befehle, hier, wie ihr es machen müsst und alles. Das ist doch schön. Mein Herr, sind auf dem jetzt Weg. Geht mal mit hier rüber. So, da haben wir überall so ein paar kleine Truppen stationiert erstmal. Läuft alles nach Plan. Wenn sich hier nochmal Wölfe oder Banditen blicken lassen, kriegen sie mal richtig eine drüber. Aus allen Ecken und Kanten des Reiches. Bin zur Stelle. Wir haben auch so viele Bögen, dass wir hier ganz geschmeidig weiter noch rekrutieren können. Ein weiter Weg. Weil man weiß ja, sicher ist sicher, lieber zu viel als zu wenig. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf die Schwerter, bis die fertig sind. Weil wenn wir die dann haben, da ist hier Schicht im Schacht. Und wir brauchen auch nur noch drei Schwerter. Die macht er mal 1, 2, 3. Eins macht er gerade schon. Wir könnten den sogar Kolben produzieren lassen, aber wozu? Wir dürfen sowieso nur Bogis ausbilden. Sind sehr knapp, und Harnische können wir ja auch nicht herstellen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Pfeile bereit. Rücken aus. So. Mit uns sollen sich mal nochmal Banditen anlegen. So, aber im Großen und Ganzen können wir es jetzt eigentlich wirklich geschmeidig laufen lassen. Weil wir haben soweit, was wir brauchen. Aber gut geregelt, das Ganze. Die Mission, die ist gewonnen, das sage ich euch. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ach, heul doch nicht rum hier, oder was? Wir haben mehr als genug Nahrung. Ich verkaufe ja jetzt aktuell auch ja nicht mehr. Immer nur meckern, das kann er. Da ist echt kalt ein Baum gerade gewachsen. Oh, hier noch einer, das geht nicht ab. Oh, die Bäume, du, die sind dreist. Was die sich rausnehmen für Rechte. Da denkst du auch nur hier, das kann doch nicht wahr sein. Was ist nur aus der Welt geworden? Banditen kommen auch irgendwie keine mehr, ne? Keine Wölfe, keine Bären, keine Banditen. Wobei habe ich mich hier auch, was weiß ich, für einen Krieg vorbereitet. So, Schwertschmied, wie sieht's aus? Ein Schwert muss er noch machen. Dann haben wir die Mission erfolgreich abgeschlossen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. So, können wir gleich noch Steuern einnehmen. Da freut sich der König, wenn er zu seinen Waffen auch noch Steuern kriegt. Da dann nehme ich direkt auch die Kohle, um das Zeug auch umzusetzen. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf unseren Freund, den Schmied hier. Der eigentlich auch jeden Moment fertig sein müsste. Und dann ist diese Mission nämlich Haus hoch gewonnen, Freunde. Und da geht er schon los, da marschiert er rund. Der kleine Hechtkopf. Eine Botschaft von eurem Informanten. Diebe haben das Lebensmittel aus dem Kornspeicher entwendet. Ach, naja.
Ist uns egal, wir haben die Mission nämlich gerade so was von hier gewonnen, das glaubt ihr ja nicht. Sieg! Herzlichen Glückwunsch. Oh, das sieht aber gut aus hier. Waffen im Hintergrund und oh. Lecker, schmecker. Stufe 5000er, das ist doch schön. 35 Monate zu früh, gibt nochmal fett Bonuspunkte und alles. Ja, Freunde. Lief doch alles ganz optimal hier ab mit der Mission. Haben wir ganz gut gemacht und ich bin schon gespannt auf die nächste und dritte unserer Wirtschaftsmissionen, was wir da erledigen sollen. Aber ich bin mir auch relativ sicher, wir kriegen das sicherlich genauso gut hin wie alles andere hier. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal und wir sehen uns dann bei anderen Videos wieder oder halt beim nächsten Mal zu Stronghold HD, die Wirtschaftskampagne. Macht's gut!